Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal, ja, Taschkini, Teigtaschen nach russischer Art, Pelmeni mit Putenfleisch probieren. Das hat sich ein Abonnent gewünscht, oder besser gesagt über Facebook gewünscht. Ja, das sind also Nudelteigtaschen mit, ja, Putenfleisch drin. Er hatte irgendwas geschrieben mit Fisch, aber das Ganze habe ich hier von Kaufland mitgebracht. Und bei uns im Kaufland gab es halt eben nur zweierlei, einmal mit Putenfleisch und einmal mit Schweinefleisch. Und ja, da ich Putenfleisch bevorzuge, habe ich denn Putenfleisch genommen. So, hergestellt aus frischem deutschem Putenfleisch. Premium-Qualität. Kann also klassisch gekocht 8 Minuten. Und unser Tipp, gekocht und gebraten 15 Minuten. Wir hatten neulich, ja, Maultaschen zum Mittag. Und die wurden ja auch gebraten, die waren auch sehr, sehr lecker. Nehme ich mal an, dass das hier fast das gleiche ist. So, hier in Ihrem Markt in der Eistheke-Truhe, Plombier. Das ist ja das Eis, was ich getestet habe und was wirklich richtig, richtig lecker war. Das war richtig lecker. Also gehe ich mal von aus, dass wir jetzt hier auch irgendwas in dieser Art haben, was richtig lecker ist. So, jetzt haben wir hier die Nährwerttabelle und darüber haben wir die Zutaten. Könnt ihr euch das Video für zu anhalten? So, und wie sieht's aus? 11 Gramm Fett von 100 Gramm. So, Kohlenhydrate 24 Gramm, davon Zucker unter 0,5 Gramm, Ballaststoffe 1 Gramm, Eiweiß 11 und Salz 1,1. Naja, Salz geht auch noch. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren, sofort verbrauchen. Teigtaschen sind zum Rohverzehr nicht geeignet und müssen gut durchgegart werden. Aha. So, wie wird denn das Ganze hier gemacht? Gekochte Panini. Die tiefgefrorenen Teigtaschen in kochendes Salzwasser legen und etwa 8 Minuten kochen lassen. Dabei mehrmals umrühren. Pfeffer und Lorbeerblätter nach Geschmack dazugeben. Wenn die Teigtaschen an der Wasseroberfläche schwimmen, können sie mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Wasser genommen werden und auf einen Teller mit etwas Creme fraiche serviert werden. Aha. Die tiefgefrorenen Teigtaschen in kochendes Salzwasser legen und etwa 8 Minuten kochen lassen, bis sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen und abtropfen lassen. In einer Bratpfanne Öl erhitzen, die Teigtaschen von beiden Seiten bei mittlerer Hitze goldgelb anbraten. Danach mit der traditionellen russischen Soße, wie heißt die, Adika, als Dip auf den Teller anrichten. Ja, jetzt habe ich natürlich diese Soße nicht, aber ich werde das wahrscheinlich so machen und werde 8 Minuten kochen und danach nochmal goldbraun braten lassen. Ja, das Ganze werde ich gleich hier am Herd machen. Wie unser Herd jetzt aussieht und wie das hier gekocht wird und gebraten wird, ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die fertig sind, zu dem Geschmackstest. Also bis gleich. So, so sehen sie aus, die Teigtaschen, wenn sie gekocht und gebraten sind. Und jetzt wollen wir sie mal probieren, weil sie riechen nämlich schon relativ lecker. Wir wollen jetzt mal hier
einzelne Teigtasche mal aufmachen. Wir wollen uns die mal, ich wollte die eigentlich mit Füllung. So sieht sie aus. Ja, sie zerfällt schon leicht. Die schmecken ungefähr so, wie die Maultaschen geschmeckt haben. Also halt eben, fleischmäßig die Pute. Der Geschmack. Ist schon relativ intensiv. Das knusprige, Nudelteig drumrum, das ist relativ lecker. Also das Ganze kriegt auf jeden Fall schon mal den grünen Daumen. Auf jeden Fall den grünen Daumen. Und es bekommt auch noch das A dazu. Also es ist relativ schmackhaft. Schade, dass ich diese Soße nicht dazu habe. Die fehlt mir leider. Dass ich da vielleicht noch so einen Dip dazu hätte. Aber ansonsten so für sich diese Teigtaschen mit Putenfüllung ist schon nicht schlecht. Das ist schon recht gut. Gefällt mir sehr. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weiterempfehlen. Top die Sache. Okay, das war jetzt wieder dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.